Wir sind auf der Bundesstraße in Reichenbach und sind alarmiert worden zum schweren Verkehrsunfall. Hier ist ein PKW in einen LKW gefahren und es kam zu insgesamt 5 Verletzten und einer Person, die im Fahrzeug eingeklemmt war und verstorben ist. Die erste Lage vor Ort war, die erst eintreffenden Kräfte haben eine Sichtung durchgeführt, zusammen mit dem Notarzt, der sehr gleichzeitig eingetroffen ist mit den ersten Kräften. Die Lage wurde weitergegeben und entsprechende weitere Rettungsmittel alarmiert für die 5 Personen, die verletzt waren, wurden insgesamt versorgt mit einem Notarzt und 5 Rettungsmitteln. Durch den Stau war die Anfahrt etwas erschwert. So sind die nachrückenden Kräfte, hatten dann etwas schwieriger, bis zur Unfallstelle vorzukommen. Wir haben zeitgleich mit Eintreffen der ersten Rettungskräfte haben wir die PSNV nachbestellt und die haben entsprechend die Beteiligten und Betroffenen wurden die entsprechend von der PSNV versorgt. Immer dann, wenn Personen an der Notfallstelle versterben, ist das sicherlich außergewöhnlich für unsere Kolleginnen und Kollegen, aber auch die haben die Chance, sich durch die PSNV entsprechend unterstützen zu lassen. Wir hatten insgesamt 16 Kräfte im Einsatz, insgesamt mit Notarzt, mit den Mitarbeitern aus dem Rettungsdienst und einen Einsatzleiter.